Elisabeth und Wolfram Zülka aus Baden-Württemberg haben ihre Rarität gut verpackt. Das Ehepaar besitzt ein besonderes Gemälde und möchte dies mit Gewinn veräußern. Wir haben ein ganz edles, wunderbares, altes Erbstück mitgebracht. Wir haben leider im Moment keinen Platz mehr gefunden, wo wir das aufhängen können. Und deswegen haben wir jetzt uns schweren Herzens entschlossen, es wegzugeben. Wir können dann ergänzen, das Erbstück hat auch einen Stil, der nicht ganz in unsere Einrichtung passt. Oh, eine Kiste. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hochslichter, noch mal Hochslichter. Wolfram Zülka. Wolfram Zülka. Und dieses Täubchen? Ibet. Ibet. Jawohl. Gott, das werde ich vergessen. Was ist das? Ist das eine Holzkiste? Darf ich mal gucken? Ja. Oh, das ist ein sehr, sehr hübsches Bild. Von wo ist dieses Bild? Was ist das für eine Zeichnung da drauf? Wissen Sie das? Nein, wir wissen leider auch weder zur Landschaft was. Wir können wenig dazu sagen. Ach, guck mal da. Hast du das gesehen? Ja. Na komm, du grinst schon so komisch. Das hast du als erstes gesehen. Das ist was ganz Tolles, was Sie da mitgebracht haben. Wo haben Sie denn dieses schöne Bild her? Das war in meinem Elternhaus. Und als ich Kind war, habe ich das immer bewundert. Mhm. Diese kleine Uhr in dieser kleinen Kirche darin. Habt ihr beide eine Vorstellung, wie viel Geld ihr nachher nach Hause schleppen möchtet? Wir würden schon so ganz gern einen USA-Trip damit finanzieren. Das wäre schon schön. Gut, es gibt ja ganz preiswerte Flüge rüber, ne? Das wollten wir nicht. Und dann kann man ja trampen in den USA. Man kann so schon ganz preiswert Urlaub machen. Das ist nicht sagen Sie mal eine Zahl. Ja, ein paar Tausend. Ein paar Tausend? Ja, oder 2.000, 3.000. Das so. Sind ja schon ein paar. Ja. Ja. Aber wir gucken jetzt erstmal, was unser Albert sagt. Also Albert, meine Expertise ist, es ist sehr, sehr schön. Es ist ein schönes Motiv. Ein bisschen dunkel mit der Uhr finde ich faszinierend. Also es ist eine Bilderuhr. Und das war früher auf jeder Antiquitätenmesse, war so eine Bilderuhr, war ein Highlight. Das war das Beste vom Besten. Was bei Ihrer Bilderuhr sehr schön ist, sie ist ganz original. Es ist der Kasten-Original, es ist der Rahmen-Original, es ist die Leinwand-Original. Datieren kann man es auch ziemlich genau. Aha. Die Uhr wurde gemacht und gemalt so um 1860. Ui. Das war damals so ein bisschen die heile Welt, die man da gemacht und gemalt hat. Mhm. Aufgrund des Soldaten hier mit seinem Federbusch kann man natürlich auch die Gegend etwas eingrenzen, wo es herkommt. Also das ist meiner Meinung nach ein bayerischer Soldat. Mhm. Und das andere ist alles voralpenländisch. Eine Landschaft, der hat daraus, ja. Ich frage Sie mal direkt, funktioniert die Uhr noch? Ja, ich habe sie, das Uhrwerk mal restauriert. Sie selber? Ja. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin eigentlich ein Elektronikingenieur, aber mein Hobby ist, alte Radios sammeln und alte Uhrwerke, größere Standuhren und so, zu restaurieren. Also wie man sagt, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ne? I try so. Also restaurieren Sie auch mal eine Uhr. Wie wollen wir doch mal probieren, dass das, ja? Das ja. Ach, du weißt schon, wie das geht? An den Seiten sind die Aufzüge, ja, damit man nicht immer die Uhr komplett von der Wand heben musste. Ja. Graviniert. Da ist auch noch einer. Ja, ich habe noch. Vielleicht mal kurz ein bisschen runterziehen. Ja. Okay. So. Ja. Mal schauen. Na? Jetzt passiert irgendwas. Doch, ja. Sie funktioniert einwandfrei. Das Schöne ist, dass der Maler bekannt ist. Oh. Ja. Der Maler ist es hier signiert, heißt Ludwig Meixner und hat genau in dieser Zeit gemalt. Ist ein Münchner Maler. Mhm. Und hat seine Bilder allein sind sehr, sehr viel Geld wert. Ah, ja. Und jetzt zusätzlich noch eine Bilderuhr dazu. Das ist also schon was Schönes. Und um einen Preis zu sagen, würde ich es taxieren auf 2.000 Euro. Oh. Nur. Was heißt hier nur? Also ich fand's jetzt schon toll. Ja? Er hat die schon geschubst. Ja? Ja, ja. Ich merke schon, bei euch in der Ehe ist alles gut. Ja. Albert. Ja. Ich habe verstanden, was du gesagt hast. Deine Werteinschätzung ist momentan 2.000 Euro. Ja. Bin gespannt, was unsere Händler sagen, weil ich möchte das erleben und ich glaube, ich weiß, wer da Interesse daran haben könnte. Hier ist sie, die berühmt-berüchtigte Händlerkarte. Die gebe ich natürlich der Gattin. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Weil die ist im Prinzip Bargeld wert. Ja. Ja. Euch dieses wunderschöne Bild mit Uhr zurück. Bitte schön. Ich nehme das mal. So.
Und dann dürft ihr ganz langsam Richtung Händlerraum. Einfach da vorne langlaufen. Das ist da hinten. Bitte schön. Also herzlichen Dank. Gern geschehen. Also jetzt haben wir die Zusage und jetzt dürfen wir zu den Händlern. Und aufgeregt sind wir schon sehr. Ja, das stimmt. Antike Bilderuhren sind noch heute hoch im Kurs. Dadurch sind leider auch viele Fälschungen im Umlauf. Einen Hallo. Wunderschönen guten Tag. Ein herzliches Grüß Gott. Ich bringe Ihnen ein Stück, im übertragenen Sinne, ein Stück Zeitgeschichte. Ja, das ist ein ja ganz schön. Gemälde. Gell, das ist schön. Ja, das ist ja was Besonderes. Gell? Da muss aber die Uhr im Turm drin sein. Dann ist es original. Ja, dann ja, ist es original. Das ist immer wichtig. Da muss ich mal gleich gucken. Da sagt man, das ist eine sogenannte Bilderuhr. Ja. Und die schlägt auch richtig. Das ist was ganz was Besonderes. Was schön ist, dass es eine sehr frühe Bilderuhr ist. Also die begann so in der Biedermeierzeit, sage ich mal. So 1790, 1800 kamen die ersten. Und das ist wirklich noch eine so um, würde ich jetzt mal schätzen, 1830. Die Bilderuhr ist wunderschön, wenn hinter alles original ist. Und ach, ist später, ist um 1880. Das Schöne ist, es geht alles. Mein Mann ist nämlich ein Experte für Uhren und hat das auch repariert. Ich habe sie restauriert. Also nicht das Bild, da habe ich keine Ahnung von, aber von dem Uhrwerk. Ja. So, und jetzt soll man Ihnen das abkaufen, Madame. Das wäre natürlich schön, ja. Deswegen sind wir hier. Also ich würde höchstens ein Tausender dafür geben. Nee. Leider. Ja, ist klar, das ist ihr Angebot. Das ist doch einmal ein Anfang, oder? Das nehmen wir jetzt einmal als Grundgebot. Also, ich bin einmal bei 1200. Sehen Sie, 1200 haben wir schon. Der Walter hat gesagt, ein Tausender, ich mache mal 1200. Weil die zwei Männer da drum sind zwei Gebirgsjäger, sagt man da. In Tracht. Gebirgsjäger in Tracht. Mit Stutzen, ja. Ja. Also, ich würde noch einen drauflegen. Es ist, wissen Sie, es wurden schon Bilderuhren zu hohen Preisen und auch zu ganz kleinen Preisen versteigert in den letzten Jahren. Das ist immer differiert. Wenn jetzt jemand zum Beispiel diese Kirche kennt und diese Bergkette, dann ist für diese Person dieses Bild mehr wert. Ich kenne es nicht, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es Österreich ist. Ich würde Ihnen 1500 Euro anbieten. Also ich denke, da sollten noch 200 oder 300 wenigstens mal draufkommen. Ich will jetzt so sagen. Ihr seid sympathische Leute, habt den weiten Weg da hergemacht nach Köln. Jetzt tue ich halt einmal 1600 und Sacramento. Und was ist mit dem jungen Mann? Der Fabian? Junge Mann, nee, der Fabian, der wird aussteigen. Ich bin raus. Kann ich sagen. Aber ich lege Ihnen ans Herz, das wirklich zu machen. Ein 20er mache ich drauf, da geht es noch nicht zwar zum Essen. Ja, kriegt immer noch was. Da haben wir bei 1620. Gell? Okay. Okay, dann kommen Sie her zu mir. Gell? Also, Herrschaftszeiten. Also, Sie wollen jetzt ein Geld von mir. Ja, ja, hör mal auf. Jetzt muss ich erst. Oh, das habe ich jetzt getan. 500.000. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 20, dann kriegen Sie nur 100. So. Da war. 1620. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ja, ja. Ich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kommen Sie her. Jetzt passt. Auf Wiedersehen, Herr. Auf Wiedersehen. Ja, ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft, eigentlich schon. Aber er war so charmant, gell? Und hat dich dann überreden können, gell? Ja, das stimmt schon. Im Endeffekt habe ich gedacht, er ist wirklich ein netter Kerl. Und da wollte ich dann auch gerne zuschlagen. Und das Küsschen wolltest du haben. Ja,